Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Big Pharma. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass wir diese beiden Zutaten hier nicht einfach mischen können. Wir müssen eine von beiden rütteln. Und welche von beiden wir rütteln müssen, das muss ich ehrlich gesagt noch rausfinden. Aber es wird nicht gehen ohne. Das wiederum weiß ich ganz sicher. Aber in 5 Tagen sind wir vom Warten befreit. Und auch von allen guten Geistern. A competitor has released a new product. Das wiederum gefällt mir schon wieder gar nicht. Gamma Ulcero Schluss. So. Der Rüttler ist da. Erweiterung Rüttler. Ich muss was machen. Definitiv. So. So. Ich muss hier ein bisschen Platz gewinnen. Jetzt habe ich nicht erklärt, was ich da mache. Das war gerade geistig ein wenig offline. Genau, ich will hier hinten etwas Platz gewinnen. Und das mache ich halt am besten nicht, indem ich diese beiden Maschinen einfach umstelle. Sieht nicht nach viel aus, aber jeder Meter zählt. Das metert, wie man so schön sagt. Huch. Meine Konzentration nimmt auch ein wenig ab, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Gerade merke ich so für mich. Wisst ihr was? Dann kann das hier hin. Und das kann sogar hier hin. So. Da sind wir wieder bei dem, man baut alles 10-mal Prinzip. So, jetzt, wie war das? Wenn ich das hier rüttle, das geht nicht. Das hier kann ich rütteln. Dann machen wir das doch mal. Wir machen das mal hier lang. Ja, das ist auch blöd. So. So, das ist das, was wir jetzt als Ergebnis hatten. Nützt nicht viel. So. Und jetzt mal kurz gucken, ob das kommt, was ich mir gehofft habe, dass es kommt. Genau, das hier ist an die zweite Stelle gerutscht. Das hier kann verschwinden, brauchen wir ja nicht. Genau, das hier ist die aktive oben. Genau. Dann ist unser Katalysator jetzt an zweiter Stelle. Plus dessen zweiter Effekt, lindert Hautausschlag. Na gut. Auch nicht schlecht. Mal gucken, was das wird. Ein Erektionsverstärkungsmittel oder Hilfsmittel, das nebenbei noch Hautausschläge lindert. Das wäre natürlich auch der Clou, oder nicht? Doch, ich denke schon. Unsere Gewinnmarge ist gegenwärtig nicht so hoch. Muss ich ehrlich zugeben. So, wir gucken mal rein. Genau das. So. Und wir müssen das jetzt auf Stufe, auf Konzentration 17 bis 19 bringen. Junge, Junge, da brauchen wir ein paar von diesen hier.
Das sind die Maschinen, die ich nicht so wirklich mag, weil sie sich nicht so richtig benutzerfreundlich aufbauen lassen. Nee, warte mal. Wir müssen ja hier... Achso, doch, wir müssen das erstmal bis zu 17 bringen. Dann können wir den nächsten Agglomerator benutzen. Wo sind wir denn? 11. 11 plus 6 macht 17, also brauchen wir noch einen Agglomerator. Ist das dieses Viech? So. Und schon verbauen wir uns ziemlich zuverlässig diesen Zugang da oben. Das kann ich auch nicht anders handhaben. Tetris. Jetzt kommt, was ich über Tetris sagte. Aber den brauchen wir definitiv. So. Wisst ihr was? Wir können theoretisch den hier hin bewegen. Dann haben wir noch etwas Raum hierfür. Dann kann deren Pillendrucker nämlich nicht hier stehen. Schade. Doch, kann er. So. Das darf natürlich nicht in den Handel kommen. So. Mal gucken, inwiefern uns das hilft. Das kann ich noch nicht einschätzen. Können wir denn hier nicht uns das hier sparen? Nee, können wir nicht, weil man ja immer einen Abstand haben muss. Ach, verdammt. So, ihr seht, jetzt haben wir Platzprobleme, nicht Spaßprobleme, sondern Platzprobleme. ja, weiter. Zeig mir mal, was du hier machst. Ich habe schon ein Grauen davor, was man danach machen muss mit dem. So. A competitor has completed a new patent. Stopp. Bekämpft Lebererkrankung. Ah, hier steht es. Es gilt für sämtliche Tabletten mit den Effekten. Ah, das erklärt, warum die Creme durchgekommen ist. So. Jetzt brauche ich diesen Autoclave am besten. Aber ich habe keinen Platz dafür. Verflucht, verflucht, verflucht. Verflucht. Moment mal. Sprechen und denken passt jetzt hier gerade nicht zusammen. Man muss hier irgendwas verändern können. Ach nein, dann ist es auch noch diese dämliche Kurve. Wenn ich es hier hinstellen würde, dann gäbe es zumindest theoretisch den Platz. Pass mal auf, wir bauen das erstmal so. Es ist nicht schön, aber definitiv anders. Nee, hier komme ich ja auch nicht doppelt durch. Ach, verdammt. Warte mal. Fuck. Das hier ist der Hammer, aber fuck. Ich glaube, ich muss hier nochmal umbauen, um einfach da noch besser durchzukommen. Das wird die Lösung sein, irgendwie.
Kann ich hier nochmal umbauen eigentlich? Zack. Zack. So. Jetzt mal kurz für mich zum Nachverfolgen, was ich hier eigentlich gemacht habe. In meinem Kopf hat Sinn ergeben. Und es scheint sogar tatsächlich einen Sinn zu ergeben. Juhu! Verdammt, ergibt das Sinn. Nicht schön, aber definitiv jetzt für den Augenblick besser. Hier habe ich jetzt nämlich mehr Platz und kann das so verwenden, wie ich es ursprünglich verwenden wollte. So. Und so. Hier sind übrigens zwei Punkte frei. Dann machen wir das hier billiger. Ist nämlich... Achso, da bräuchte ich 3 Punkte. Gut, dann warten wir, bis 3 Punkte frei sind. Dann mache ich die gleich um 2-mal auf einen Schlag billiger. Denn die ist richtig teuer. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Erweiterte Anlagen? Nee, einfach. Oh nein! Ach, schon wieder Fuck. Oder? Nee, ich musste ja runter. Nee, alles klar, mein Fehler. So, der Platz hier muss frei bleiben, damit hier eine Lane lang kommt. Ah, das ist schon wieder blöd alles. Pass mal auf, wir machen das mal reverse-engineert. So. Damit wir nicht vergessen, dass wir hier auch den Pillendrucker brauchen. Und dann seht ihr das Problem, es ist trotzdem zu wenig Platz hier. Kann ich hier noch irgendwas optimieren? Nee, ich glaube nicht. Nee, da fällt mir jetzt nichts ein. So, dann müsste es ja trotzdem weitergehen. Welchen Wirkstoff benutzen wir hier überhaupt? Wir benutzen den hier, ne? Asche aus Fortis. Die Asche aus Fortis machen wir mal billiger. Zumal wir sie ja bei mehreren Produkten benutzen. Und so wie ich das sehe, sind das jetzt 3 Spitzenprodukte. Dementsprechend nützt es uns, wenn die billiger sind. Gut, dann müssen wir den Weg halt unnötig lang gestalten. Und deswegen mache ich mal lieber gleich so rum. Oder warte mal, so rum. Nee, ist ja auch schlecht. Das Spiel hat gerade was gegen mich. Jetzt gerade hat das Spiel was gegen mich. Juhu, das geht natürlich auch nicht. Was für ein Irrsinn. Ich will doch nur und so weiter. Mach doch mal bitte, was ich will. Ja, so geht's. So, wir müssen ihn mal dahin laufen lassen, weil vorher weiß ich auch nichts Genaueres. Wir machen Minus. Gottverdammte Scheiße, wir machen wieder Minus. Entschuldigung, ich hab vergessen. Ich hab mich vergessen. Stopp. Yay! Können wir das hier rauskriegen? Ach du Scheiße. Können wir das vorher herauskriegen?
Wo beginnen wir denn? Von wo kommt denn dieses verursacht Kribbeln? Kommt es von hier? Ja. Wo beginnen wir denn hier? Wir beginnen hier oben. Und bringen das da runter. Warte mal, wo beginnen wir? 17, die Hälfte von... Naja, nehmen wir mal in dem Fall 18 wäre 9. Damit sparen wir quasi 3 von diesen Maschinen. Ach, es wird auch die Basiskonzentration genommen. Das ist total egal, wo sich der hier befindet. Genau, habe ich ja auch nicht drauf geachtet tatsächlich. So, dann... Warte mal. Dann sehen wir bei 9. Wo darf ich das entfernen? Bei 3 bis 4. Dann bräuchte ich ja nochmal 2 davon. Wie weit sind wir denn hier? Wir sind mit dem Schäumer fast fertig. So. Gut. Im Bereich 3 und 4 könnte ich das hier entfernen. Die Hälfte davon wäre 5. Aber ich muss es ja danach wieder hochbringen. Das bringt gar nichts. Wenn wir schon einen Hautschutz und Erektionsmittel haben, dann darf das auch gerne blablub. Ein bisschen kribbeln, das war's. Ich warte jetzt trotzdem noch. Nee, das war's nicht. Ich warte jetzt trotzdem noch hier die Tage ab, bis das hier fertig wird. Weil den Schäumer würde ich gerne mit einbinden. So, stopp. Gut. Stopp. Ich mach Minus. Das passt mir gar nicht. Ich würde gerne wissen, woran das liegt eigentlich. Achso, hier, Schäumer. Ja, endlich mal steht's richtig rum. So dass es Sinn macht. Gut. Und jetzt würde ich mir den hier sparen können wiederum. Und jetzt würde ich gern probieren, ob ich noch einen Clou landen kann. So. Gut. Oder tut es Not? Der Verpacker ist nicht sonderlich teuer. Ah, der Verpacker. Der macht halt, dass wir hier alle 4 mal ein Paket rausschicken. Letztendlich. Man kann 2 Salben quasi hier reinpacken. Und da wir ja eh nur alle 2 Blöcke ein Ergebnis haben, damit könnte ich die Ausfuhrkapazität eines Slots halt drastisch erhöhen. Wir haben die Notwendigkeit aber gerade nicht. Ist ja egal. Ich lasse es jetzt erstmal so. Und sobald ich dafür eine bessere Verwendung habe, kann ich das ja machen. Jetzt geht es jedenfalls ab.
erhöht den kombinierten Wert um 30. So. Mhm. 984 rollen da auf dem Paketband entlang. Und ihr seht's, es bleiben drei Felder dazwischen frei. Also da ginge jetzt theoretisch noch was rein. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir gleich rocken, denke ich mal. Has released a new product. Freudevergrößerer. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Moment, da muss ich mal kurz reingucken. Wo ist denn der Freudevergrößerer? War der das hier? Ach, das ist ein Antidepressivum. Okay, ich dachte, das wäre jetzt hier ein Sexual-Dingsbums. Nee, dann wollen wir mal weiter. Ich habe nichts gedacht und nichts gesagt. Auf geht's, liebe Freunde. Ich weiß, dass da unten viel... Juckreizlöser verlängerte Freude. Das ist geil. Es bleibt aber El Viagra. So. Wir können mal unsere Forscher irgendwo hinschicken. Wir haben hier einige, die gerade nicht viel tun. So. Nichtsdestotrotz können wir unsere Maschinen mal verbessern. Und zwar hätte ich hier schon ganz gerne den auch auf Stufe 2 und den sogar auf Stufe 3. Da warte ich jetzt noch, bis das soweit ist, wie es sein muss. Und jetzt guckt mal hier hin. Ist das nicht ein schöner Wert? Und ich kann kein verdammtes Patent drauf anmelden. Nein, ist das schlecht. Warte mal. Das heißt, ich müsste jetzt diese vier Punkte hier rein verbraten. So ein Mist. Ein Patent deckt eine bestimmte Kombination aktiver Effekte sowie der fertigen Produkte ab. Zum Beispiel Tablette selbe. Die Reihenfolge der aktiven Effekte spielt dabei keine Rolle. Ja, ich muss die leider hier reinmachen. Ich brauche den nächsten Patent-Level. Weil das hier will ich definitiv... Ach du Scheiße. Patentieren lassen. Ich bin mal gespannt, ob da jemand doch irgendwas anderes rausbringt. Oder nee, weißt du was? Das patentiere ich erst dann, wenn jemand was anderes rausbringt. Ich finde das geil. Erektionsstörung zur Hälfte behoben, bei der anderen Hälfte die Hautausschläge. Das ist doch eine echt tolle Kombi. Das feiere ich jetzt mal bei mir. Und weil das so ist und wir echt eine ganze Menge geleistet haben, beende ich diesen Part hier. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, und das sollte es unbedingt getan haben, dann lasst mir ein Like da und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao, euer El Nevis LP.